Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, wie man sieht, ich bin der Champion immer noch. Und ja, wir haben den Pokédex komplett. Wir haben alles andere mehr oder weniger komplett. Wir haben die Story komplett in Pokémon Schwert Hauptspiel. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eiskalt ins DLC, was ich mir letztens runtergeladen habe. Die Rüstung, die Insel der Rüstung, nicht umgekehrt, die Rüstung des Insels. Und ja, als ich mir runtergeladen habe, hieß es einfach nur, ich muss zum Raspberry Bahnhof und Animationen sind sogar noch an, cool. Und da können wir dann zu der Insel hinfahren. Also los geht's, ne? Ich weiß jetzt nicht so viel über das DLC. Ich weiß, es gibt offensichtlich neue Pokémon und so, ne? Ich habe mir so einen Trailer mal angeguckt damals, als er rausgekommen ist, aber habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Neue Legendäre, alte Legendäre in neuen Formen. Aber da war es dann auch schon. Und ja, deswegen freue ich mich. Gehe jetzt hier relativ blind rein. Das heißt, ich habe das noch nie gespielt und ich weiß auch nicht so viel, bis auf die Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe. Ich habe mir neue Klamotten angezogen, weil warum nicht, ne? Ich bin jetzt der Champion, ich habe jetzt ein neues Outfit, wir gehen ins DLC. Da brauche ich natürlich neue Klamotten, ne? Und ja, anstatt meine weißen Jacke habe ich jetzt eine grüne rausgeholt. Und ich habe da ein Champion-T-Shirt hier mit dem Schwert und Schild an und ja, cool. Habe ich eigentlich hier irgendwie was? Videosequenzen überspringen? Nein, ich weiß gar, das funktioniert irgendwie gar nicht. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Habe ich bei Schild aktiviert, weil ich da schnell durchspielen wollte, nachdem ich hier Schwert durchgespielt habe. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was da bedeutet. Egal, ist ja egal. Wir gehen jetzt ins DLC. Ich glaube, wir müssen einfach nur mit dem Typen sprechen, ne? Das ist doch ein Rüstungspass. Mit dem Rüstungspass kannst du zur Rüstungsinsel reisen. Wo soll es hingehen? Zur Rüstungsstation. Okay, cool. Oh. Da hätte ich auch so hingehen. Okay. Ah, guck mal. Rüstungsinsel. War irgendwie komisch. Da gab gar keine Installation. Ich habe mir einfach nur den Pass runtergeladen bei Nintendo und da kam keine Installation oder irgendwie sowas. Das war eigentlich schon direkt fertig. Komisch. So, hi. Hey du da, so sieht's mal aus, als sei dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel, stimmt's? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon auf der Insel. Weißt du was, zeig dir mal dein Pokédex kurz. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die hiesigen Pokémon dahin registrieren kannst. Toll, da muss ich ja noch mehr komplettieren, ey. Dein Pokédex wurde der Rüstungspokédex hinzugefügt. Es würde mir bei meiner Forschungsarbeit sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen mit ihrer Pokédex-Einträge zeigen würdest. Aber mein Pokédex war voll und du hast ihn jetzt wieder ruiniert. So, gefangen 108, gesehen 108. Ja, okay, einige habe ich schon so, ja, hier zum Beispiel hat Flickmon, habe ich zum Beispiel hier schon gefunden. Was? Einige alte sind auch hier drin, ne? Okay. Okay. Ditto. Okay. Ich weiß gar nicht, sind eigentlich neue Galar-Pokémon hier auch drin? Ne? Ich meine, da sind nur neue von alten Editionen drin, ne? So. Zeig mal. Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Dein Fortschritt, deines Rüstungs... Darf ich ja nicht. Ich glaube, ich träume, du hast tatsächlich 100 Pokémon gefangen. Und das bereits die Hälfte des gesamten Rüstungssets vervollständigt. Was? Danke für die Hilfe. Damit komme ich mit meiner Forschung wunderbar voran. Vielen Dank. Ich habe schon die Hälfte aller Pokémon gefangen. Geil. Okay. Hi. Du willst was von mir? Eigentlich bin ich hier, um den Dojo dieser Insel beizutreten, aber da treibst du eine seltsame Person vorm Stadion rum. Upp. Oh, hi. Hallo, DLC Waifu. Oh, da bist du ja. Pünktlich auf die Minute, genau. Nicht schlecht für dein Alter. Hm, du, sag mal, kennen wir uns von irgendwoher? Ach, ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall die Sophora. Da ich schon länger dabei bin dazu, kannst du mich gerne deine Mentorin ansehen. Hier muss eine Verwechslung vorliegen. Also echt, du weißt schon, es geht um das Master Dojo, dem du heute beitreten sollst.
klar, warum nicht? Was soll das? Macht sich dieses Früchtchen etwa über mich lustig? Für mich, die in allen Punkten perfekte Super zuckersüße Sephora? Okay, kämpfen wir doch erstmal, um zu sehen, auf welchen Stand du bist. Ich warte auf dich. Alles Klärchen, komm einfach raus, wenn du bereit bist. Okay, wenn du denkst, du hast eine Chance gegen den Champ, den werde ich zeigen, aber so richtig. Ich wusste, die ist irgendwie voll, weiß ich nicht. Die originale Concept Art von der zum Beispiel sieht ja, kennt ihr, wenn irgendwie Charaktere irgendwie so einen Schatten irgendwie in ihrem Gesicht haben wegen ihren Haaren oder so, und das lässt die Charaktere irgendwie voll böse aussehen. Und ich wusste mal, der ist auch irgendwie so was, irgendwie, weiß nicht, voll süß aussieht, aber irgendwie voll kaltherzig oder irgendwie so ist, keine Ahnung. Vielleicht sollte das Ganze doch sein lassen. Wieso trittst du nicht stattdessen bei? Okay, jetzt mache ich die fertig. Ich habe natürlich mein Story-Team dabei. Hui, da sind ein paar Flegmons. Hey, du siehst aus, als wärst du zum ersten Mal auf der Rüstungsinsel. Dir juckt es bestimmt in den Fingern, dich hier gründlich umzusehen. Was? Aber zuerst musst du mir zeigen, was du so drauf hast. Als eine Mentorin im Master Dojo. Hätte ich mich jetzt ansehen, was du drauf hast. Mach dich auf was gefasst. Dann komm mal her. Pokémon-Trainer Sephora fordert dich heraus. Wird schon klappen. Okay, wenn du Käfer-Pokémon einsetzt, dann hast du jetzt schon verloren. Das muss ein kleines Kräftemessen, also werde ich dich nur ganz sacht verprügeln, okay? Level 58. Geh mir aus den Augen. Es ist doch nicht wert, die Zeit des Champions zu verbrauchen. Wie jetzt? Du hast mich in die Ecke gerängt? Das geht ja wohl mal gar nicht. Also mir fliegt man. Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ ist, ehrlich gesagt. Das hat mal Feuerball ein. Na, hat verfehlt. Hey, von meinem Gift wird ja schon nicht ganz schwindelig, was? Okay, die ist Gifttrainerin. Macht eigentlich Sinn. Ich glaube, das Gift. Dein allererster Schaden auf der Rüstungsinsel. Quasi ein kleines Willkommensgeschenk von mir. Ich glaube, diese Uniform konnte man sich schon kaufen. Die Giftuniform, ne? Die hat die, glaube ich, an, die Klamotten. Ja, wie gesagt, die ist weg. Das ist noch nicht mal ihr Erfahrungspunkt. Pass auf, mein nächstes giftiges Pokémon wie Nano, ich habe keines mehr. Ja, sind alle tot. Muss den neue fangen. Das ist eine Nutzlock hier. Was? Momentchen, stopp. Ist das gerade wirklich passiert? Ui, der ist ganz schön heftig drauf. Wenn so ein starker Trainer im Dojo betrifft, dann sinkt mein Stern am Trainerhimmel. Ich muss ihn unbedingt loswerden, aber ich habe den Auftrag, ihn abzuholen. Ja, schon klar, dass ich mich absichtlich zurückgehalten habe, oder? Hihi. Aber ja, du machst dich ganz gut als Trainer. Es ist nur so, unser Dojo kann auf eine ziemlich lange Geschichte zurückblicken. Selbst Champ Deleon, der Unschlagbare, hat in diesem Dojo trainiert. Doch für jemanden auf deinem Niveau, naja, das könnte etwas zu viel für dich werden, verstehst du? Wie ist also, wenn du einen großen Bogen um unser Dojo da hinten machst und nach einer kleinen Sightseeing-Tour wieder brav nach Hause fährst? Hm? Ich gebe ja auch das hier. Bin ich nicht lieb? Eine Style-Karte. Wenn diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Dann bestehen in den Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl offen. Ja gut, dann mach's gut. Auf Mal wiedersehen. Hehe. Okay. Nein, ist ein Weilort. Geil. Richtig cool. So. Ja, ich würde sogar sagen, wir tun erstmal den Rat von ihr erstmal beherzigen und uns erstmal ein bisschen umschauen. Ich habe zum Beispiel hier das erste neue Pokémon gefunden.
Aber die können wir natürlich nicht so fangen, ne? Dafür haben wir unseren hoch ausgebildeten Jäger, der dafür sorgt. Jäger macht seine macht sein Debüt in einen offiziellen Part, glaube ich, weiß ich nicht, egal. Und ich sagen, wir fangen erstmal alles, was wir hier noch nicht kennen und füllen unseren Pokédex erstmal. Sonic. Ja, Trugschlag, komm her. Oh nein, ich warte. Pummeluft kann, glaube ich, Risiko tackeln, ne? Ja. Ja, ich habe da gesehen, wie sich ein nächstes direkt angestellt hat. Na gut, ja. Wenn ich will, hier ganz chillig alles machen. Ich habe jetzt keine Eile und so. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal in Stadt DLC hier anfangen. Weiß auch nicht, ob ich jetzt ein Stück viel aufnehme, aber oder nur diesen einen Part. Wir tun uns jetzt einfach erstmal amüsieren und nicht so die Story erstmal verfolgen, würde ich sagen. Oh Gott. So, jetzt lass dich fangen. Also man kann ja auch mit X, egal. Schon lange her, dass ich ein Pokémon gefangen habe. Okay, lass mich. So, am besten drin bleiben direkt. Ich kann nicht Trugschlag einsetzen, weil du dann schon wieder Risikotackle einsetzt und dich selber ausnockst. Und ja, ich habe 4 Meisterbälle per Wundertausch bekommen. Ich kann mir genug legendär fangen. So, unser erstes Pokémon auf der Rüstungsinsel gefangen, ein Pummeluff. Sag ich schön. So, sein Lungenvolumen übersteigt das der meisten anderen Pokémon. Es sinkt so lange Schlaflieder, bis sein Gegner eingenickt sind. Ich muss gerade die Box wechseln, merke ich gerade, sonst wird alles, es wird hier alles durcheinander. Ja, hier sind nämlich meine Helfer alle. So, also was, wenn ich hier noch Pokémon fange, dann nehme ich erstmal meine anderen Team-Pokémon. Auch gucke ich meine Competitive-Box an. Einen anderen Team Pokémon rein, die noch nicht so hoch gelevelt sind, damit die vielleicht ein bisschen hoch leveln. Müssen ja auch mal irgendwann zum Zug kommen, ne? Eigentlich habe ich ein bisschen vernachlässigt. All diese Pokémon an, die ich nicht benutze. So, okay, cool. Was ist das? Pummeluff habe ich schon. Alter, lag habe ich gerade eingesammelt. Und ja, habe ich eine Karte, ja, natürlich habe ich eine Karte. Wo muss ich dann hin, ja? Das ist genau hier um die Ecke irgendwo. Da bin ich jetzt weit. So, da bist du, Naspiro. Die sind auch neu. Naspiro erscheint. Ich will jetzt hier so ein inoffizieller Fangpart erstmal. Aber wir haben ja hier unsere Hilfe dabei, die hat alles beschleunigen sollte. Jetzt bitte kein Risiko-Tackle oder irgendwie so was. Heilopfer. Da klappt nur ein Team kämpfen, oder? Also Pokémon kämpfen, wenn du noch ein anderes Pokémon hast, oder? Um. Ja, das nächste Pokémon gefangen. Lep. Also wie gesagt, hier wird nicht storymäßig irgendwas passieren. Sind seine beiden Ohren aufgerollt, deutet das darauf hin, dass es ihm körperlich oder physisch nicht gut geht und es Zuwendung braucht. Okay, ich gebe dir Zuwendung in meiner Box. So, tun wir mal hier schütteln, zu gucken, ob es neue Beeren gibt. Weiß ich nicht. Davon einige neu. Nee, ich habe jetzt 3 Beeren. So, aufhören. Ich meine, wir hatten gerade ein bisschen Story, wir haben gegen die eine Olle gerade gekämpft. Ich meine, das ist doch was. So besser als nichts, ne? Fitness mehr. So, und ich werde jetzt natürlich jetzt hier nicht angeln oder irgendwie so was. Ich will einfach nur alles fangen, wenn ich jetzt auf den ersten Blick so sehe, ne? Mit zum cool ist das. Oh, ein Dings. Hi. Lass direkt drauf zu schwimmen. Nto Heidoro.
Irgendwas Gefährliches kommt noch dazu, lass direkt dahin schwimmen. Ah, du wirst mir, glaube ich, ein bisschen wehtun, ne? Ja, rau haut. Autsch. Knirscher. Müsste neutral sein, ne? Oh Gott. Jäger, pass auf. Du könntest hier drauf gehen, nur so nebenbei. Oh ne, er hat Bodycheck. Deswegen habe ich den nicht auf einer P runtergehauen. Was setzt sich dagegen ein? Dich würde ich sagen. Black Wingle. Aber ich habe das ja auch so in meinen Parts gemacht damals, vor langer Zeit, als ich immer, wenn ich ein neues Pokémon gesehen habe, habe ich das ja in meinen Parts gefangen, ne? Gut, das mache ich eigentlich nur da weiter, wo ich aufgehört habe. So, wieder das Beute, schießt es aus Wasser aus seinem Hinterteil und jagt mit seiner Geschwindigkeit von 120 km hinterher. So, dann beleben wir mal Jäger wieder. Oh, ich habe neue Sachen. Aprikoko Pink, okay. Hab ich hier jetzt herbekommen. So, und hier ist der Rüstungspass, ne? Heilen. Beleber habe ich ja noch genug. Und dann noch ein Übertrank habe ich ja noch genug. Nicht so, als wäre mir das Geld. Ich habe 730.000 Poké-Dollar. Ich normalerweise für Klamotten ausgeben würde, weil ich sonst nichts anderes habe. Oh, da ist eine gelbe, eine TM. Bist du ein Trainer? Bist du ein Trainer? Du, dass man Galanus Zweige zu einem hübschen Armreif flechten kann? Nimm 8 Galanus Zweige, du bringst vielleicht aus einen Galanus Reif. Okay. Da ist ein Rasenmäher Rotom, glaube ich, aber ich habe ja schon Rotom, also brauche ich da nicht fangen. Ja, da war eine TM irgendwo hier. Ne. Ne. Hallo. TP war das. Hitzekoller. Ah, ist ein bisschen enttäuschend. Ich halt ja nicht ewig. Also das ist mehr oder weniger eine zweite Naturzone hier, ne? Ich gehe mal aufs offene Meer. Mir schon nichts passieren, ne? Okay. Okay, das ist ein bisschen bedrohlich jetzt hier. Ich kann mal gucken, was da für ein Dino Raid ist, ne? Aber wird so viel Zeit in Anspruch nehmen, würde ich sagen. Wenn ich genug Pokémon habe, die jetzt kleiner als machen können mit denen. So, weiß hier nichts ist hier. Ich könnte den Baum hier abchecken, aber lasse ich jetzt erstmal. Wie gesagt, hier wird jetzt nichts mehr passieren. Jetzt erstmal hier nur so weit anders hingehen. So, ich muss hier hin, das ist gar nicht weit. Keine Ahnung. Gucken wir uns erstmal hier um. Ich habe für das Ding bezahlt, also tue ich ja doch so machen, wie ich es will. Ingal. Schon Beleber, habe ich direkt meinen Beleber wieder bekommen. Cool. Oh, Tauchball, cool. So, ich sehe nichts, Leute. Ich bin wieder an Land, ich sehe nichts. Wunschbocken, geil. Einfach so mal. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann den gar nicht entkommen. Doch. Alter. Das ist voll bedrohlich. Geh weg von mich. Der Nebel soll mal weggehen. Ich sehe nichts. Was ist das? Du siehst neu aus. Komm mal her. Ach, du bist dieser Hummer, genau. Scampisto. Oh, und ich habe gerade nichts im Team. So, du müsstest den aber irgendwie, weiß nicht.
ein bisschen schwächen können, ne? Ja. Crap Hammer. Gut. Das ist einmal eingefroren, das wäre gut. Wasser-Pokémon müssten sich eigentlich viel eher einfrieren lassen. Das sollte mal irgendwie so eine Dingens sein. Das sollte mal hinzugefügt werden. Da macht doch irgendwie voll Sinn, ne? Feuer-Pokémon dürften nicht so anfällig sein gegen so was. Auras wäre. Warte mal. Au. Der Angriff sah voll klein aus, aber hat voll Schaden gemacht. Eingefroren, bitte. Aha. Volltreffer eingefroren. Da war ein Volltreffer. Okay. Los. Er hat gefangen. Wäre mein nächstes Pokémon, das ich hier gefangen habe. Ding. Sehr gut. Scampisto wurde gefangen. Habe ich euch irgendwas bekommen, wenn ich den Pokédex auch vervollständige? Selbst wenn es seine Scheren im Kampf verlieren sollte, wachsen sie wieder nach. Das Innere seines Scheren ist ein Galein beliebtes Delikatesse. Cool. So, erstmal Jäger wieder an der ersten Stelle. Okay, der Twido ist weg, ne? So, ich weiß übrigens nicht, wo ich gerade bin, ne? Nur mal, damit ihr auf dem Stand bleibt, ne? Hier ist eine neue Insel. Hey. Dieses Sandburg-Pokémon direkt ein neues gefunden. Oh. Sankabu. Die ganzen Pokémon Sonne und Mond Pokémon, die habe ich noch nicht alle drauf, weil ich Sonne und Mond nur so ein bisschen gespielt habe und nicht durch. Wieso hat das keine Wirkung? Da ist Boden. Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist Geist, ne? Aber scheint auch Boden zu sein. Na gut. Oh. Mit Jäger nicht angreifen, der macht das Ding fertig. Ich kann auch noch Psychoklinge einsetzen, merkt gerade. Also der Angriff mit der erhöhten Volltrefferquote nicht so gut. Das bleibt drin. Ach man. Ah, Sandsturm. Ja, und dann wechseln wir eben irgendwas ein, was dich schwächen kann. Autsch. Stahl. Ja. Und auch vom Sandsturm kein Schaden. Los, Black Kevingo. Sandsammler. Oh, der kann sich immer wieder hochheilen, das ist ja super. Ja, gerade Black Wing ist Level 72. Nicht so eine tolle Idee. Egal, du bist geschwächt, los, komm. Join me. Ich bin der Champ. Ich bin der Champ. Ich bin der Champ. Ich bin der Champ. Jawohl. Okay, cool. Aber schon gleich eine halbe Stunde ein Part hier erledigt. Nur Pokémon gefangen. Es entstand aus einem Sandhaufen, in den der Groll eines Verstorbenen fuhr. Die Schaufel auf den Sand. Kubus Kopf ist ein größter Schatz. Ja, schon wieder eine gruselige Geschichte mit Geister-Pokémon. War jetzt ein Geister-Pokémon, oder? Ich glaub, ja. Das ist eins der Pokémon, die ich in Sonne und Mond hatte. Wuffels. Hat irgendwie zwei verschiedene Formen, hat einmal Tag und Nacht, ne? Trugschlag. Und weh, du hast wieder Risikoteckel. Boom. Ist nicht sehr effektiv. Stein. Das ist gar nicht mehr. Ist gut zu wissen. Hier. Es ist wehgeschlagen, ja. Man kann Tarnsteine nur einmal platzieren. Die Frage habe ich mich irgendwann auch mal gestellt. Also was mir gerade auffällt. Kann ich eigentlich voll einfach entwickeln. Ich muss einigen Pokémon ja wahrscheinlich nur einen Sonderbonbon geben. Dann können die sich schon entwickeln. Boom.
Ich glaube, das mache ich, nachdem ich mal nachgeguckt habe, was sich alles durch Level entwickelt, um Zeit zu sparen. Kann ja sein, dass einige Sonne, Mond, Pokémon sich durch irgendwelche anderen Sachen noch entwickeln, von denen ich nichts weiß. Es war sehr zentral, aber wegen seiner Angewohnheit zu beißen mit seinen Trainern mit der Zeit eine ziemliche Herausforderung. Was? So, du bist dieses Kloptopus oder so. Hi. Kommt ihr einfach mal ein Serial Killer. Einfach so. Okay. Warum nicht? Was ist das? Eins dieser, weiß ich nicht, overused Pokémon, zu der ich mich nicht herablasse, die zu benutzen. Ich habe zwar auch ein competitive trainiertes Gengar, aber das habe ich nur competitive trainiert, weil ich irgendwie unglaublich viel Glück hat mit versteckter Fähigkeit und richtiges Wesen und all das. Wir haben Simsala gefangen. Also wenn ich, wenn das Simsala zum Beispiel perfektes Wesen und also was hat, so auf Anhieb, dann würde ich das auch kompetitiv trainieren, aber ansonsten nicht. Das führt über extrem hohe es verfügt über extrem hohe Intelligenz und soll sich an einen, an alles erinnern können, was zwischen seiner Geburt und seinem Tod passiert. Stimmt, ja, Kadavers werden irgendwie geboren von irgendwie Kindern, ne? Ein Kind hat sich irgendwann in Kadabra oder so verwandelt, irgendwie so was war das, glaube ich. So, was habe ich da gerade gefunden? Sehe auch, dass dieses, ist das nicht dieses, ich glaube, das habe ich dann schon, kein Ausrufezeichen. Da kommt ein Pokémon, kriegen wir noch irgendwo hier, stimmt, weiß ich nicht, hoffentlich werden wohl nur eins finden irgendwo, stimmt, wenn ich darüber gehe, ne, pass auf, eins kriegt man noch, einer geht noch, eins geht noch rein in meiner Box, einer geht noch, ein geht noch rein in meiner Box. Bist du, nö. Habe ich das Spiel aber irgendwie nie nirgendwo ab, hier mich irgendwo abhält, hier irgendwo reinzugehen. Da kann man ja einfach erkunden, wie man will, erstmal. Sonderbonbon. Da. Mein Wasser habe ich gerade gesehen. Geh weg von mich. Okay. Du bist ein Tentoxer. Komm her. Das Lieblings-Pokémon von Suishomaru. Na, wer kennt den? Hallo? Wahrscheinlich keiner, ne? Wenn wir keine anderen Let's Plays gucken, ne? Na gut, Tentoxer. Ja, Lieblingswasser-Pokémon von dem. Ich weiß nicht, ob das Lieblings-Pokémon an sich ist. Ja, einmal Druckschlag. Ein paar Mal draufhauen. Pokéball werfen, 1 oder 2, dann bist du bei mir im Team. Ich sehe, was ich machen könnte. Ich könnte irgendwie einige Eier mit mir rumschleppen, einfach nur um die Vorentwicklung von einigen Pokémon nebenbei zu holen. Ich glaube ja nicht, dass wir irgendwie ein ganzes Team voller Level 70er Pokémon brauchen, um die Story zu schaffen, wenn die eine schon, wenn ich Level 60 irgendwie so was war maximal. Wir tun mal zur gleichen Zeit unseren Dings hier, unseren Pokédex auch vollständig, werden wir hier noch erkunden. Ist das eine Idee? Ja, ne. Verbindet einfach mit unserem Parts, bevor ich hier wieder Fangparts oder so machen muss. Tentoxer, leuchten die roten Kugeln auf seinem Kopf stark auf, ist vor sich geboten, da es kurz danach Ultraschallwellen ausstoßen wird. Boom, alles klar. Gut, dann war es das für diesen Part, ne? Wir haben jetzt ein paar Pokémon gefangen. Ich glaube, wir haben jedes Pokémon, was wir gesehen haben, wir gefangen. Gesehen 117. Okay, was habe ich denn hier verpasst? Hatte die eins? Das hat man die schon gesehen? Ah nee, das entwickelt sich zu diesen, genau, diesen 1000-Füßler, glaube ich. Stimmt. Cool. Alles klar. Meine Frage ist jetzt: Kann ich mich jetzt von hier aus wieder? Ja, kann ich sogar. Gut, dann sage ich euch, was ich machen werde. Ich werde einfach weitermachen, ja, mit Fangen erstmal.
tun uns jetzt ja erstmal aus, bevor wir die Story weitermachen, ne? Ist jetzt nicht so, als würde die uns weglaufen. Und ich werde zum Pokémon-Hort gehen. Ich werde dann einige Pokémon ausbrüten lassen. Einfach nur, damit wir die bereit haben für den nächsten Part zum Schlüpfen und so, ne? Unser Pokédex hier zu vollständigen. Ist das eine gute Idee? Ja, ne? Gut. Wie gesagt, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert, die Rüstungsinsel DLC. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einen Teil lässt, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder.